willkommen, liebe Freunde, zu Stadt, Land, Grinch. Heute mit zwei unfassbar tollen Gästen. Macht einen riesengroßen Applaus für Affe auf Bein und Hanno! Yeah! Yeah! Ihr beiden seid absoluter Kult, ihr seid Seven vs. Wild Urgestein, habt mitgemacht in der letzten Staffel. Wunderbar, habe ich schon durchgebinged. Wir spielen heute Stadtland Cringe und die Regeln sind einfach wie genial. Wir spielen quasi das Kinderspiel Stadtland Fluss, bloß mit dem Zusatz Cringe. Ja, jede Richtung, ich wüsste. Also ich bin zwar dumm, aber das geht nicht. Los, los! Stopp! Auch leserlich schreiben, ne? Nicht nur so hinwurschteln. Mhm. Oh mein Gott, ich hab so dumme Gedanken. Oh Stopp! Stop. Oh, ich hab so wenig. Ich hab Stadt so wenig. Hab ich Leipzig? London. Ja, es tut mir leid, ne? Ich hab Langenfeld. Land habe ich Liechtenstein. Ich auch. Litauen. Auch gut. Auch schönes Affe? Land. Nix. Grund, gekennzeichnet zu werden, habe ich Lebensstil hingeschrieben. Es gibt ja Leute, die haben wie Prinz Alexander von Anhalt oder Markus, der hat ja einen komischen Lebensstil. Dementsprechend wird er dafür gewählt. Den würde ich nicht durchgehen lassen, ist weird. Ja, ist weird. Ja. Was haben die anderen da in dem Dorf? Nix, nix. Peinliches Hobby habe ich lesen. Liebe machen. Ach so, peinliches Hobby, Liebe machen, ja. So wie ich es betreibe, ist es definitiv peinlich. Aber wie du dabei aussiehst, ist es peinlich, meinst du wohl. Was hast du? Ich habe Lauchzüchten. Lauchzüchten, da sagt man, das sagt ja keiner von sich selber, macht's einfach. Ausrede für eine Seven vs. Wild Absage habe ich leider keine Lust. Ich habe Lampen anbringen. Du musst, kannst nicht mitmachen, du musst doch Lampen anbringen. Ja, genau. Ja, okay. Ich habe Links-Rechts-Schwäche. Ja. Ja. Linkes Bein gebrochen. Ja, das ist eine Ausrede, die würde ich gelten lassen. Ja. Fritz wahrscheinlich nicht als echter Abenteurer, aber wir schon. Du hast einen Bein kaputt, du hast doch ein zweites. Süßer Spitzname habe ich Lissi. Lausi. Lulu. Lucci. Gibt's ja eigentlich Punkte? Nee, ne? Nee, also, was ah, Spaß nee, oder Freude? So. Runde 2. Oh Gott. Stopp. Nee. So. B-b-b-b? Stopp! Stopp! Ja. So, dann sag mal, was hast du bei der Stadt? Berlin. Hab ich auch. Wieder mal nix. Was habt ihr bei Land? Belgien. Bulgarien, Goldschranz. Ja, richtig. Ganz klar. Grund, gekennzeichnet zu werden, habe ich nichts. Ich habe Beißen. Menschen. Ja. Ja. Menschen beißen. Der Beißer aus NRW. Ja, finde ich gut. Was habt ihr bei Grund, gekennzeichnet zu werden? Habt ihr da was? Ja, Bilder von fremden Menschen machen. Das habe ich bei Hobby. Aber. Einiges Hobby habe ich basteln. Boomerangs zerstören. Ich habe auch. Bilder kaputt machen. Bilder kaputt machen. Ja, kein ja, ja, aber gut, lassen wir mal gelten. Ich habe Bierflaschen bemalen. Kann man ja eigentlich machen, so peinlich ist es eigentlich gar nicht. Kann man ins Regal toll stellen, Teelicht rein, fertig aus. Ohne auswaschen, genau. Und süßer Spitznamen habe ich Baby, und zwar mit E und I. Ja, was, wir haben, ja, haben wir schon Ausrede für deine Sohn? Ich Bandscheibe. Ja, okay, ich komme nicht hoch. Ich kann nicht, ich komm nicht hoch. Ja. Also ich habe diesmal nicht linkes Bein gebrochen, sondern einfach dein Bein gebrochen. Ja, ah, okay. Ich habe Buch lesen müssen. Ich habe Bärenallergie. Das ist meine Ausrede, genau. Und süßer Spitzname Bumsmaus. Das ist auch ein süßer Spitzname. So, ich habe Bumsi. Ja, cool, ist okay. Ja, ist klar. Affe, was hast du bei süßer Spitzname? Bubu. Ja, finde ich gut. Ich habe Baby, wie gesagt, finde ich auch ganz niedlich. Du bist mein Baby. Aber nicht Baby, das Baby, sondern B-E-B-I. Genau. Okay. Hanna, du liebst scharfes Essen und du magst Zwiebeln. Da hat sich wer war hier. Da habe ich gerochen. Verdammt! Ja. Ja, es tut mir leid, ich hatte so einen Heißhunger vorher und da passt man schon mal in eine Zwiebel rein, oder? Ja. Aber endlich hast du mich mal getroffen. Benni liebt nämlich auch scharfes Essen. Genau, es gibt ja sonst auf der Welt niemanden, der scharfes Essen mag. Nee, nur ihr beide, genau. Ihr habt euch ja quasi erst kennengelernt, als der Fritz euch zusammengesteckt hat, ne? Wenn ich richtig gelesen habe. Das bedeutet, ihr kanntet euch vorher gar nicht. Aber die Chemie scheint zu stimmen, also ihr seid auf jeden Fall besser noch als wir beide. Alles Show. Wir haben uns jetzt sehr gefreut, dass wir uns jetzt wieder treffen. Ja, bitteschön. Ja, danke euch. Wir machen alles Mögliche, liebe Freunde. Ach, so habt ihr schön einen Onkel, der seit 13 Jahren weg ist? Auch eure Tante, eine neue Kauleiste? Sagt Bescheid. Das sind ja eure Gebühren. Letzte Runde, los geht's! Top. W. Noch nie. Land mit W. Top. Stadt Wiesbaden. Warschau. Wien. Wolfsburg. Land habe ich gar nichts gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Habt ihr ein Land? Nö. Weißrussland. Oh. Ja. Da liegt's. Bald auf Terra X. Dennis Weltreise. Ja, genau. Grund, gecancelt zu werden,
Ich mich voll irre. Also jetzt gleich an alle, wenn ihr das guckt, ist nicht schlimm, ist nur ein Scherz, wenn die gucken. Wendy! Ach so, die Zeitschrift. Ich weiß, ja. Ja, ich habe was Besseres. Ja. Ich habe Wasser vergiften. Ja, das ist weinerlich. Serious. Wenn man sehr weinerlich ist, sollte man gecancelt werden. Wo ist denn der Öffentlichkeit liegen? Peinlich. Wo ist der Öffentlichkeit liegen? Ja, da ist doch was. Das ist ja doch was. Ja, endlich. Peinliches Hobby habe ich, Wichteln. Wenn Leute einfach mal im Februar wichteln. Einfach mal so, zwischendurch. Ja, ich... Ach, das ist jetzt ein bisschen, wieder ein bisschen gemein, ja. Aber, ja. Worldwide Wohnzimmer gucken. Ah, ja, auch so! Entschuldigung. Ja. Ich habe Wände anpinkeln. Ja, ich kann auch ein Hobby sein. Viele Menschen machen das gerne. Ausrede für eine Seven vs. Wild Absage. Was habt ihr da? Willenskraft weg. Ja, ist okay. Okay, ja. Oh, ja. Ich habe, weil es kein Geld gibt. Wille weg. Ja, mittlerweile ein Gehirn, ihr beiden. Wirklich. Was hast du? Gar nicht? Ich hab wenig Geld, habe ich nochmal durchgestrichen. Was du mir abgeschrieben? Ja. Ja. Finde ich ein bisschen uncool. So. Also, dieser Spitzname habe ich Wambo. Wuschel. Wuschel, ja, auch gut. Voll süß. Danke. Was hast du, Hanna? Ich hab Wursti. Ja. Riesengroßen fetten Applaus für Hanna und Affe. Viel Erfolg euch noch auf euren Touren. Oh, Ben, ich habe ein Kind von einem anonymen Samenspender. Ich habe mich gestellt. Solo-Mutter, ich will jetzt ein Kind. Folge 6 von Die Frage. Und unten gibt es das große Seven vs. Wild Quiz mit Jan Schlappen. Ja! Ciao, Applaus. Freunde!